Zwei gern verglichene Geräte, das Apple iPhone 12 Mini und das Vivo V20 C. In diesem Vergleich treten beide Produkte gegeneinander an. Ich beschränke mich auf die Daten der Geräte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. Beim Punkt Design ist das iPhone 12 Mini mit 89 zu 50 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Ist staub- und wasserdicht. Spritzwasserfestigkeit. 36 Gramm leichter. 0,4 mm dünner. 9,9 mm schmaler. 30 mm kürzer. Und 33% geringeres Volumen. Bildschirm. Beim Punkt Bildschirm ist das iPhone 12 Mini mit 76 zu 49 Punkten eindeutig vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. 16,4% höhere Pixeldichte, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und Bildschirm ist immer an. Das V20C hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile. 2,6% höhere Auflösung und 19,3% größere Bildschirmgröße. Leistung. Bei der Kategorie Leistung ist das V20C mit 85 zu 69 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. 4 GB mehr Arbeitsspeicher, hat einen externen Speichereinschub, 2 mehr CPU-Threads, hat AES und unterstützt Hardware-Virtualisierung. Das iPhone 12 Mini hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 128 GB mehr interner Speicher, 6 Nanometer kleinere Halbleitergröße und nutzt HMP. Kameras. Bei der Kategorie Kameras ist das iPhone 12 Mini mit 86 zu 65 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen. Verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, vierfach bessere Qualität der Videoaufnahme, 11,1% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, zweifach größerer Zoombereich und 2 Blitz-LEDs mehr. Das V20C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. 2,4-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 2,7-fach mehr Megapixel der Frontkamera, und 9,1% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das V20C eindeutig mit 58 zu 33 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und hat ein Radio. Das iPhone 12 Mini hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. Hat eingebaute Stereo-Lautsprecher. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das iPhone 12 Mini eindeutig mit 78 zu 64 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil. Kann kabellos aufgeladen werden. Das V20C hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil. 1,8-fach mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften ist das iPhone 12 Mini mit 79 zu 78 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser. Unterstützt NFC, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, unterstützt 5G, 396 mehr Smiley-Icons verfügbar, hat einen Barometer, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung, hat AirPlay und unterstützt Wi-Fi 6. Das V20C hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile. Hat einen Fingerabdruckscanner, unterstützt 2 SIM-Karten, ist ein Mehrbenutzersystem, bietet Offline-Spracherkennung, ist kostenlos und Open Source, unterstützt Java, hat Typ-C USB-Anschluss und 69 mehr Sprachen unterstützt. Ergebnis.
Das Apple iPhone 12 Mini liegt in der Gesamtwertung mit 75 eindeutig vor dem Vivo V20C mit 63 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Geräten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Schreibt auch unbedingt, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.